Ereignis gerade das Pleuel wahrscheinlich durch den Motorblock geschlagen. Auf jeden Fall habe ich ein Riesenloch im Motorblock. Gemacht. Ich werde auf jeden Fall hier weggeholt. Mir ist gerade das Pleuel wahrscheinlich durch den Motorblock geschlagen. Auf jeden Fall habe ich ein Riesenloch im Motorblock. Der Motor ist gerade fertig gemacht. Naja. Auf jeden Fall sehr, sehr deprimierend. Irgendwie muss es weitergehen. Ich weiß jetzt noch nicht, was jetzt noch alles passiert. Mal schauen, vielleicht mache ich ein Video, wie wir hier abschleppen oder so. Keine Ahnung. Nimm's mir nicht übel. Aber ich habe gerade echt schlechte Laune. Weil der lief bis zuletzt nicht der richtig war. Also ich bin extra nur 110 gefahren, manchmal so 115. Jetzt ging es viel bergauf, ist er auch einfach weitergefahren, es lief super, das Auto. Ja, und jetzt hat es Bums gehabt. Auf einmal ein riesen Knall, unterm Auto flog irgendwas her. Ich glaube, das war ein Teil vom Motor. Das möchte ich jetzt aber auch nicht einsammeln gehen. Und ja. Dann war er aus. Von daher warten wir mal ab.
Bestandsaufnahme. Und dann schauen wir mal weiter. Also brauche auf jeden Fall einen neuen Block. Keine Ahnung. Vielleicht wird es dann direkt irgendwas anderes, weil mit dem Motor hat das Auto nie Glück gehabt. Ja, aber komm, eins muss man sagen. Ich sehe wenigstens mal, das hat ja auch nicht jeder für sich, einen recht ja, schönen Sonnenuntergang ohne Sonne. Ist auch nicht so stark befahren. Und ja, schauen wir mal, was noch passiert. Ich weiß nicht, ob ich beim AVD, beim Abschleppen und so weiter Videos machen darf. Ist halt jetzt so. Warten wir mal ab. Normalerweise wäre ich jetzt schon zu Hause. Aber das hat nicht sollen sein. Das Auto will ja mehr Videos haben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, über irgendwas bin ich drüber gefahren. Das schien auch gefühlt nicht allzu klein gewesen zu sein. Ob es vielleicht das Pleuel rausgeworfen hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich euch mal eben zeigen, wo das Loch ist. Da unten sieht man das Loch. Sprich, da hat es Bubs gemacht. Allerdings habe ich auf der Seite auch noch Ölflecken. Also muss auf der anderen Seite auch was passiert sein. Weil an der Haube ist nichts dran. Sprich, der könnte doppelt durchgeschlagen sein. Allerdings verliere ich auch kein Öl, das ist ganz gut. Ja, schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ne? So. Ich werde hier gerade gezogen. Ist natürlich jetzt unscharf, weil ich muss ein bisschen mich konzentrieren. Und sagen wir es mal so, das Auto bleibt jetzt erstmal kurz stehen. Eine Nacht vielleicht auch zwei. Aber dann holen wir ihn ab. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Also auf jeden Fall Motor total schaden.